Jo, was geht, Leute? Was geht? Ich hab's auch endlich geschafft. Oh mein Gott. Ey, tut mir leid für die lange Verspätung. Oder für die große Verspätung. Gestern war ja eigentlich generell. Also, hallo. Hallo. Gestern ging es ja eigentlich mal. Von der Zeit her. Also, ich konnte relativ pünktlich starten. Aber heute, wir haben jetzt irgendwie. Vierte vor sechs. Oh Mann. Was ab? Ja, jetzt zocken wir noch so ein Stündchen, eineinhalb Stunden. Trainieren wir noch ein bisschen. Reden noch ein bisschen. Machen hier weiter bei Pokémon Uranium. Und natürlich, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, allen geht's gut. Ich hoffe, alle haben bis jetzt ja einen schönen Tag gehabt. Oder generell eine schöne Zeit. Und willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Wir wollten ja, also beziehungsweise wir haben eigentlich alle Pokémon jetzt eingefangen, die wir einfangen können. Aber wir müssen noch trainieren. Jetzt kommt das große Trainieren. Wir haben gestern sehr viel noch gezüchtet, sehr viele Evolis. Da müssen wir zwei auch noch ein bisschen trainieren. Beziehungsweise Volipova und Glanceola müssen dann ein Level ja aufgelevelt werden. Ist nicht so schwierig. Sie können halt einfach keinen Epe-Teiler benutzen. Also dann müssen wir sie an erster Stelle nehmen und austauschen. Einfach so halt den Classic-Stuff machen. Aber wir können das eigentlich ganz, ganz easy in Tsukinami Village machen. Weil in Tsukinami Village gibt es ja dort diese Ninjas, die man die ganze Zeit bekämpfen kann. Wegen dem, ja. So. Let's go, Leute. Ich hoffe natürlich, ihr habt alle einen schönen Wochenstart gehabt. Wir wurden besiegt, hä? Wir wurden einfach unglaublich besiegt von Kelly. Jetzt muss ich wieder die Musik ausmachen. Das ist immer noch das Problem. Das eine Video ist immer noch gesperrt, weil die Musik einfach übelst lange gelaufen ist. Das schneidet immer irgendwie so 30 Sekunden raus. Und dann, wenn irgendwo noch ein Stückchen drin ist, dann macht es sich auf diesen Teil aufmerksam. Ist belastend. Wir machen jetzt einfach so lange weiter, bis wir Skellerock gemacht haben. Also voll aufgelevelt, voll entwickelt. Und da gehen wir zu S5-1. Okay, wir müssen gegen Angelica als erstes. Okay, let's go. Ich darf einfach nicht vergessen, die Musik wieder einzuschalten. Okay. Let's go. So. Ich spamme schon die ganze Zeit, man hört's ja. Ich könnte noch schneller. Als ob geht das wirklich. Ey, es hat wirklich jetzt in den letzten Wochen jedes Mal so eine Fruchtfliege gehabt. Ich muss hier irgendwie abdecken. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwie nass. Ja, es geht schon irgendwie. Okay, tut mir leid, hat jetzt trotzdem länger gedauert. Okay, ich mach mal hier wieder Musik an. Ja, die Fruchtfliege geht schon zu meinem Energy. Flieg weg. Yo, es ist aggressive, es kommt mich angreifen. Ey, ihr glaubt nicht, wie viele Fliegen schon in dieser Fliegenfalle drin ist. Oder drin sind. Das ist insane einfach. Let's go! Sehr gut! Ja, Blaze wird Level 91. Egal, Pico.
Also, vielleicht werden wir safe auf 100 bekommen. Safe. Also, wenn wir jetzt wirklich noch über 30 Pokémon entwickeln müssen. Das wird schon eine Weile dauern. Okay. Okay, dann halt. Und jetzt kommt Winotinger. Also dann halt, weil es noch nicht voll ist. So, wir können ihn one-shotten, haben wir letztes Mal gesehen. Let's go! Jetzt wird er komplett weggemacht. Ja, es kann ja immer noch sein, dass Schwankungen hat. Dass es nicht zählt oder so. Puh, okay, fast Level up. Silbion. Drittletztes, glaube ich. Ja. Es war auch One-Shot? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben gestern alle ge-One-Shotted. Let's go. Nice. Aromatisse. Ich frage mich, was das für ein Typ hat. Ist es Only Fee? Ja, dann wäre so eine Stahlattacke wirklich gut. Okay. Ja, let's go. Let's go einfach. Okay, Level 50. Noch 5 Level. Okay. Jetzt müssen wir Silent Tide irgendwie beseitigen. Wir könnten eben mit der Stahlattacke auch Silent Tide dann besser besiegen. Ja, wir werden wahrscheinlich down gehen. Musik auch immer. Man, das geht ab. Oh, ist ein Critical. Damn. Das war einfach ein Critical. Geil. Das hat nicht mal getroffen. Oh, es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Angelica war so stark am Anfang. Als wir das erste Mal hier angekommen waren, ey. Sie hat uns weggemacht. Ah, die Fliege ist wirklich gegen. Auf die Energy süchtig. Oh nein, ey, es ist wieder Musik, scheiße. Nein. Nein. Ich vergesse es auch immer wieder. Wir haben, glaube ich, eine Aufstellung, wo wir sogar ins Finale kommen würden. Okay, Sir Goldcorn. Let's go. Come on. Let's go. Ich muss die ganze Zeit spammen. Es ist zu viel Text. Wenn man es einfach nur überspringen könnte, das wäre so nice. Aber natürlich nicht. Okay, Tail Skill. Ah, ich habe jetzt Dings verpasst, dass wir Level 91 geworden sind. Oh Mann. Jetzt habe ich es wohl die ganze Zeit so beobachtet. Aber dann, wenn es passiert, habe ich sicher null reagiert. Sicher auch übelst komisch rübergekommen. Mir fällt es erst jetzt auf, so dämlich. Aber es ist nice, ey. Blaze hat schon wieder ein Stückchen bekommen, eigentlich. Okay.
Ja, was überlege ich hier? Einfach Splendid voll, komm. Okay. Let's go, Thunderbolt! Sollte One-Shot sein, aber er hat Focus-Sash. Oder Slash. Nein, Sash, glaube ich. Oder? Hä? What? Hä? Oder habe ich das irgendwie gerade vercheckt? Nein, sollte... Das hat doch gestern... Ja, egal. Ey, unser Team ist so unbalanced. Damn, einfach. Das wird absolut... Das kann ich euch sagen, das wird zum Running Gag. Ey. Wie oft, dass ich das gehört habe jetzt in diesem Playthrough eigentlich. Wie Spots schreiben würden. Wanna become famous? Das habe ich auch schon lange, sehr lange schon nicht mehr gehört gehabt. Ich habe es ja auch instant gebannt. Das ist einfach, wir wissen, dass sie hier an der falschen Adresse sind. Aber damn, das stimmt eigentlich. Ich, krass, vielleicht hat Twitch jetzt in den Griff bekommen. Okay, Hero. Scheiße. I'm sorry. Beide haben Bolt Breaker. Ja, one shot. Okay, hit one time. Der Text musste noch unbedingt kommen. Okay, ich darf trotzdem nicht vergessen, die richtigen Pokémon einzusetzen. Okay, Energieball, let's go. Wir haben ja dann, falls es jetzt in der nächsten Runde weggeht, also Sonntag, können wir es immer noch zurückholen, wenn wir Blaze wieder eintauschen. Ja, Mann, er trifft einfach nicht. Geil, richtig nice. Richtig nice. Ja, weg mit ihm. Irgendwie in letzter Zeit habe ich ganz komische Sachen im Aktivitätsfeed. Es kommt die ganze, also es steht die ganze Zeit folgt dir, folgt dir, folgt dir, folgt dir, folgt dir, folgt dir, aber steht kein Name. Und jedes Mal eine andere Uhrzeit. 8.40 Uhr, 20.52 Uhr, 10.58 Uhr, 11 17 Uhr, 57, nicht 11 Uhr, 13, 25, also die letzten Tage in diesem Fall, aber übelst komisch. Und es geht noch weiter, also es hat ganz viele verschiedene, also da ist es ein bisschen broken, aber generell ist schon mal gut wegen Wanna Become Famous. Ja man, noch 4 Level. Ey, dann haben wir es endlich. Vielleicht sollten wir noch Selkit eine Massage geben. Oh, ich weiß nicht mehr welches kommt. Mein Gedächtnis wieder. Okay. Glück gehabt. Let's go. Nice. Sehr, sehr nice. Ah, ist jetzt gerade gefadet. Ja, dann haben wir nicht mehr
die krasse Stärke, aber ich hoffe mal, dass es trotzdem One-Shot ist. Barriott hat aber relativ lange ausgehalten. Der hat irgendwie viel Leben oder viele Verteidigung. Damn, okay, es ist auch ohne Dings, ohne Dürre. Ist One-Shot. Das finde ich sehr nice. I say! Und I say Music out. Let's go! What a match! Aber wir müssen jetzt gegen Dings, Maria. Ah nein, Rosalind. Wer war noch Maria? Ah, normal. Ich glaube, bei ihr haben wir nur ganz knapp gewonnen damals. Ich bin mir nicht sicher. Wirklich nicht. Okay. Man hört einfach die ganze Zeit, wie ich übelst rein spamme. Ja, aber es ist einfach zu viel Text. Dass jedes Mal die Regeln erklärt werden, ist ja real, aber es dauert einfach zu lang. Wer will sich das jedes Mal anhören? Immer wieder, bei jedem Run. Okay. Ja, ich besieg's mal ohne, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist es One-Shot? Nein. Halt. Okay. Ich mach mit Dings. Mit Dürre. So einiges besser. Wird's ein One-Shot? Oh mein Gott, wir haben es besiegt. Oh mein Gott, Alter. Ah, Gargriff, okay. Mach mir einfach Erdbeben, down ist es. Also ich hoffe mal. Es kann natürlich, es muss nichts heißen. Aber es ist eine 100er Attacke. Sollte jetzt wirklich stark genug sein, Gargriff kalt zu machen. Nein. Ja, er hat nicht getroffen. Nice. Okay, weg mit ihm. Ja. Ah, jetzt kommt Wild Tinger. Okay. Ich hoffe mal, wir können es one-shotten. Wir sind's ja jetzt. Bei Aromatisse weiß ich nicht den Typ genau und bei Winotinger. Bei denen kann ich es einfach nicht ableiten. Es könnte immer noch sein, dass Winotinger Kampf Fee ist. Also Fairy. Okay. Lassen wir Blaze drin. So. Es hat noch drei Pokémon. Let's go. Let's go. Okay. Superpower. Das war doch mal Superpower. The user attacks the target with great power. However, it also lowers the user attack and defense. Ah, ich glaube. Ist Superpower ein Nahkampf? Ist halt schon eine starke Attacke. Wir werden ihn ja eigentlich nur noch
einsetzen hier in der Liga. Wir haben ja keine anderen Trainer mehr, außer halt die Trainer draußen, aber die spielen ja eh keine Rolle mehr. Komm, wir erlernen mal. Es hat viel weniger AP. Es würde eigentlich 600 machen und hier wäre es 1000 an Schaden. Ja, egal, manchmal kommt es wirklich auf die Stärke drauf an. So, ah, Sunlight faded. Falls er zu Galleon wird, können wir Blaze austauschen und dann hat es gar keine Chance gegen uns. Galleon ist ein sehr gutes Pokémon. Also in diesem Fall. Okay, ja, Chlorophyll. Bitte über die Hälfte. Ja, Mann, gut. Oh. Oh. Stimmt, das setzt auch jedes Mal ein. Galleon stirbt einfach jedes Mal wegen dem. Damn, einfach. Okay. Duplikat hat sich nicht umgeändert. Ist ja wieder typisch. Am Schluss kommt ja Dramsama. Das ist auch einfach solo. Psycho? Ich glaube es jedenfalls. Let's go. Ja. Okay. Und Burn It Down. Ja, okay, die Standardfähigkeit. Okay. Vor allem. Also, ja, okay, ich wollte sagen, wir haben ja eigentlich die Hauptlegendären haben wir eigentlich gar nie zu Angesicht bekommen. Also Eoshes und Mewshes, die zwei Pokémon hat man nie gesehen. Halt nur Statuen und so. Und halt in die Legenden gehört. Aber von denen hat man sonst nichts mitbekommen. Das ist schade. Weil die haben ja ein bisschen so Geschichte. Oh. Ich habe den Kampf ohne Musik gemacht. Nein! Ey, tut mir leid, Leute. Ich hab's erst jetzt gerafft, als wieder der Moment kam zum Ausschalten. Ey, tut mir leid. Kann man eigentlich auch wieder abbrechen? Geht das? Current Tournament Competitors cannot leave the waiting area until they are either lose or become champion. When you are ready to start your next match, talk to the other attendant by the arena entrance. Okay. Ich mach's so schnell wie möglich. Ist einfach wieder typisch. Ich weiß noch, bei Platin hatte ich manchmal Probleme. Also als ich am Stream war bei Platin, hatte ich immer die Probleme, dass ich das Fenster nicht umgeschalten habe. Und dann hat man mich einfach die ganze Zeit gesehen. Aber ja, das Spiel nicht. Und ich irgendwie am Erzählen und so am ja, Emotionen zeigen zu den Kämpfen. So dumm einfach. Und jetzt fängt es an mit der Musik. Oh Mann. So. Sheldon! Let's go! Arr. Ja, stimmt, er hat ja Gara Rule. aber Gara Rule hat Sturdy, glaube ich.
Ja, er wird eh überleben. Oh mein Gott, ein Cup. Also die Fähigkeit, sie ist nicht schlecht. Wenn man sie selber hat, ist wirklich noch nice. Aber es macht die Kämpfe einfach unnötig länger. Ja, okay. Ich muss mal nichts dazu sagen. Neopunk. Das kann ich dazu sagen. Der hat ja beide eigentlich. Wie kann das sein? Der hat wahrscheinlich die Computer gehackt. Oder getauscht. Kann auch natürlich auch sein. Let's go. Sehr gut. Oh, fast eigentlich 92. Ja, wahrscheinlich erst beim Champ. Und krass, dass Blaze immer noch so zwei Level macht. Okay, überlebt er. Okay, sehr gut. Macht zum Glück nicht viel Schaden. Und? Nice! Beide One-Shot. Okay, man sieht die Bewegung eigentlich kaum. Okay, Astro Knight. Können wir zum Glück gut besiegen. Ich glaube, letztes Mal haben wir eben ein bisschen durcheinander gehabt. Oder ich. Ich mache ja eigentlich, wenn ich Fehler mache, dann bin ich's. Das war kein One-Shot. Ich hätte eh Sturdy gehabt. Jetzt verliert er, glaube ich, auch noch Leben, oder? Okay. Ich ziehe die Leben ab. Komm schon. Let's go. Sehr nice. Noch ein bisschen Leben aufgefrischt. Was ist der dritte? Noch zwei Level. Ah, Tracken kommt jetzt. Perfektes Timing. Die Dürre ist gerade ausgegangen. Okay, let's go. Mach sie wieder an. Das ist aber zweitletztes, oder? Okay, ich bin irgendwie eins versetzt gewesen. Aber als ich Tracken gesehen habe, wusste ich ja, okay, das muss letztes Pokémon sein. Zweitletztes. Das Durcheinander immer. Okay. Das ist richtig nice. Also Blaze ist langsam wie ein Rayquaza. Das zerstört ja einfach jeden. Jetzt kommt der S5-1A. You get down! Wir müssen dann auch noch schauen, wie viel Cash das wir eigentlich gemacht haben. Bekommen wir gerade ein Level Up? Ich bin gespannt, welches Pokémon das letzte ist, welches uns den letzten Erfahrungsboost gibt. So nice. Das wäre so ein schwieriges Pokémon. Nein! Also ob hat es nicht gereicht. Okay. So, wieder Musik ein bisschen leiser machen. Ja, ja. The winner is Dreamers. Ui. Okay, Champ. Champ Battle. Oh nein, die Fruchtfliege ist wieder back. Die Fliege einfach. Noch zwei Level, Leute. Also bei Skelerogue. Dann können wir das nächste Pokémon anfangen.
Es dauert auch gar nicht mehr so lange. Das ist richtig nice. Dann ist er schon mal, ja, auf eine gute Stufe. Also ja, eigentlich 60 wäre dann so eine alright Stufe. Eigentlich 70 sollten wir alle trainieren, aber das würde zu lange dauern. Wir können dann am Schluss, können wir noch einen letzten Ehrendurchgang machen, um halt das Spiel dann wirklich mit unserem Originalteam, was ich eigentlich so zusammengestellt hätte, würden wir dann das die Liga noch mal machen. Dass wir trotzdem ein guter Schluss haben. Sonst, ja, finden wir ein Pokémon oder entwickelt sich das letzte und dann sage ich tschüss. Das wäre auch. Dann machen wir schon ein nicer Kampf noch gegen Ende. Obwohl wir dann safe schon komplett overpowered sind. Ja. Tut mir leid wegen dem Spam-Geräusch. Okay, es ist gut. Der Typ redet wieder mit uns. Okay, let's go. Ah, die Musik hier ist ja komplett anders. Let's go. Schade ist unser Charakter nicht irgendwie älter geworden. Unser Charakter ist einfach immer selben geblieben. Okay. You get down. Ich glaube, wir haben fast alle mit One-Shot gekillt. Es gibt jetzt natürlich noch den besseren XP. Genau. Ja, XP Bonus. Ich weiß nicht, ob es One-Shot ist. Nice, es ist One-Shot. Okay. Es ist jetzt das zweite Mal, dass wir gegen ihn kämpfen. Splendiphone hat uns geholfen. Okay, es war safe, dass SK-Test kommt. Ludicolo ist dann einfach unser Mann. Aber er hat halt noch nichts Krasses. Oder kein krasses Level vor allem. Aber ich hätte Solarstrahl einsetzen können. Okay, es hat auch so gereicht. Das ist krass. Wir müssen einfach Galen behalten für Hero Loon. Die Musik wird auch immer stressiger oder so. Am Anfang übrigens ruhig. To get down, das ist ein relativ stärkstes Pokémon. Halt, weil es ja mit jeder Attacke, normaler Attacke auch nuklear macht. Ist halt schon krasse Fähigkeit. Okay, komm mal, das One-Shot. Ja, Mann. Ja, Mann, sehr gut. Bis jetzt war jeder ein One-Shot. Noch ein Level. Werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Dann muss ich aber dann gleich schauen, bevor wir wieder hier hingehen zu der Liga, muss ich schauen, dass deswegen Pokémon mitnehmen würden. Anstatt Oblivion. Okay, let's go. Ja, wir machen ja S5-1. Okay, let's go. Wir brauchen ja einfach Geld und das ist halt ein bisschen. Ja, ist ein bisschen belastend, aber ist halt so jetzt. So, Solar Beam! Er kann einfach alle mit Solar Beam zerstören. Das ist schon sehr nice. Okay. Okay,
Please. Nein, es ist kein One-Shot. Es könnte auch sein. Ja, halt. Ja, halt! Was ein Critical? Oh mein Gott, Alter. Wie er auch immer an den Es ist manchmal unglaublich. Es ist manchmal so unglaublich. Ich mache noch mal Solo Beam, weil es einfach verdient hat. Das ist so krass, wir können es die ganze Zeit spammen. Das ist halt schon sehr eine gute Taktik. Ich kann es nicht genug oft sagen. Sehr nice. Es war drittletztes. Oh, Sunlight faded. Ah, okay. Es waren fast alle One-Shot außer Hero Loon. Da müssten wir Galen eigentlich, ja, richtig gut aufleveln. Hä? Ja, ey. Theo hat gar keine Chance. One-Shot? Ja. Sogar Critical. Oh Mann, es tut mir so leid wie ihm. Oh Mann. Und am Schluss Metalinx. Was er ja dann auch noch in Mega-Evolution macht. Yo, get down! Boy! Let's go! Let's go einfach! Ja, ey, da ist gar keine Frage mehr, ob wir es schaffen oder nicht. Ist vierfach Schwäche. Weil wir bis dahin Blaze erhalten können, absolut gut. Also, es tut mir richtig leid, gerade für Theo. Er konnte nichts ausrichten. Also, wirklich gar nichts. Oh, scheiße, wieder die Musik. Der Arme. Jetzt sind wir schon zum dritten Mal Dings gewonnen. Champion. Wir sollten eigentlich mal nachschauen gehen. In der Ruhmeshalle oder so. Man kann ja überall noch herumlaufen. Das ist halt ein bisschen nervig. Das fand ich in jedem Spiel nervig. Das einzige Gute daran, hier an diesem Spiel ist, man kann die Credits überspringen und das konnte man beim Originalspiel nicht. Es ist eigentlich fast immer besser gewesen, wenn man gegen den Champ verloren hat. Dann konnte man viel mehr Pokémon hintereinander machen. Let's go! Level 67. Oh Mann. Nice. Hat so Unlichtzeichen. Bei ihm ist Geist. Ich bin mal gespannt, wie Navi Geist aussieht. Der kommt ja beim nächsten Mal. Ich darf jetzt einfach nicht vergessen, dann das nächste Pokémon noch mitzunehmen. Nice. Das dritte Mal. Oh, wir landen wieder bei unserem Zimmer, oder? Das ist aber auch ärgerlich. Und wir sind wieder in der Hut. Ist eigentlich irgendwas beim Computer angekommen? Mailbox? Because there is no mail here. Okay, sag gar keine Items. Ich bin nur leicht verwirrt. Ich weiß gar nicht, was als nächstes für ein Pokémon ansteht. Achso, ja, nach S51. Weil S51 braucht, glaube ich, auch nicht so lange.
braucht weniger Level als Skellerogue. Ich weiß, ihr habt immer noch die Musik ein bisschen leiser. So. Aber hier hätte ich sie wieder ausschalten müssen. Okay. Das war auch nice. Das haben wir gestern relativ schnell noch bekommen. Also, ja. Wirklich relativ. So. Ah, das Dark Poison, ja. Es hat wirklich sehr viele Dark Pokémon auch. Ah, ich hätte ja eigentlich. Ich hätte ja nachschauen können, was als nächstes kommt. Ah, Nymphfly. Wir müssen ja die Entwicklung haben. Und dann zu Raph kommt dann auch als nächstes. Feleng braucht wahrscheinlich auch lange. Halt. Wenn es dann zum nächsten Pokémon wird, muss es einfach Rest lernen können. Vielleicht haben wir das ja sogar als TM. Dann würde es vielleicht sogar schneller gehen als gedacht. Ich muss halt bei jedem Pokémon mal nachschauen, was wir alles so brauchen. Es kann ja sein, dass irgendein Pokémon einen Stein braucht. So. Okay, keine Ahnung, wo nochmal alles war. Hä, man kann es nicht anklicken. Was? Hä? What? Ja, aber für was ist dann? Vielleicht ist der nicht ganz fertig. Kann so gut sein. Es war hier nochmal, hier war Vorbereitungsraum. Ah nein, die Bahn zurück. Okay. S51 ist dabei. Ja, wir müssen zu 20 Level machen. Okay, der nächste Kampf und wir haben Navigast. Jetzt haben wir eigentlich unser Team voll bis auf ja Oblivicorn. Oblivicorn wird dann eigentlich gegen Galen ausgetauscht. Aber um Galen austauschen zu können, muss Yatagario richtig stark sein. Ist es ja. Und Ludicolo. Und Ludicolo ist noch eines von den Schwachen. Ah, ich mach mal Safe State. So. Oh, noch 70.000. Damn. Das ist ja richtig nice. Dann haben wir, wenn schon, die Mega-Entwicklung für S5-1A. Wir können auch Dramsamanit kaufen. Aber es bringt uns gerade zur Zeit weniger was. Vielleicht haben wir dann das nötige Geld, wenn wir so weitermachen jetzt die nächsten Tage. Let's go. Ja, ich mach die Musik gleich wieder an. Also man hört sie sicher ein bisschen. Ja, man hört. Ich dachte noch. Also ich sehe jetzt ein bisschen, dass vom Pegel her ja sich bewegt. Who will it be? These trainers. Ja, ja, bla bla bla. Jetzt kommt Sir Goldcorn. I do say we have a pair of dance met before. Nein. Wir kämpfen etwa schon das 20. Mal gegen ihn. Aber nein, wir haben ihn noch nie getroffen. Noch nie gesehen. Let's go. Warum geht der Kampf nicht weiter? Okay. You get down, Alter! Oh Mann. Das ist die einzige Möglichkeit, dass er sich verteidigen kann.
Let's go. So. Splendiform müssen wir austauschen. Ja, Mann. Ja, es wird er wieder überleben. Ich glaube, Galen hat jetzt ein Level mehr. Wegen dem, also. Kann aber gut. Ah, ne, er hat ja. Nein, stimmt, vorhin hat das Item irgendwie nicht gehabt. Okay, ich bin verwirrt. War das Item jetzt oder nicht? Hat er nicht. Aber irgendwo war es doch. Könnte auch das Splendifoll von Theo gewesen sein. Das könnte gut möglich sein. Das könnte sein. Aber ich habe es wohl nicht bemerkt, weil ich glaube, ich Splendifoll nicht. Doch, wir haben es gewonnen schon. Ich bin verwirrt. Earthquake! Okay. Oder habe ich letztes Mal Flammenwurf eingesetzt? Wegen dem bin ich auch gerade so skeptisch am Schauen. Okay, gut. Also man kann eben eigentlich auf die Schwäche... 55 auf die Schwäche gehen. So. Da wäre Ludicolo sehr stark dagegen. Also gegen eine Hero Loon. So. You get down! Das darf ich gleich nicht vergessen. S51. Das Item zu geben. Es ist aber schon weiter als vorher. Ah, ich hätte... Oh, ich vergesse den Solarstrahl die ganze Zeit, Leute. So dumm. Yo. Yo. Aber fünfmal überlebt sogar. Galen. Ja, Galen hätte noch volles Leben gehabt, wenn, ja, wenn ich Solarstrahl eingesetzt hätte. Whimsicott. Zweitletztes Pokémon von ihm. Und da kommt Barschau. Scharf. Ah nein, Barriet, sorry. Let's go. So. Okay, bury it. Und you get down. Wir können ihn ja sogar ohne Dürre besiegen, haben wir ja vorhin herausgefunden. Also steht jetzt umso schlechter für ihn da. So. I say. Ja. Ja. Nice. Hä? Oh nein, wie sieht er jetzt aus? Kommt jetzt? Sieht aus wie der fliegende Holländer. Von SpongeBob einfach. Achso. Okay. Vielleicht hat er jetzt Schwebe. Das wäre übelst krass. Ah nein, dann hätte er das Scaddy verloren. Wäre blöde. Ich mach mal Musik schnell aus.
Okay. Ja, nice, wir haben Navigast. What a match! Oh mein Gott, einfach. Oh nein, wir haben gegen Dings Kelly. Da haben wir Probleme. Ja, Mann. Richtig nice. So, GIF. Ja, ist direkt drauf. Sehr gut. GIF. Ja, sehr nice. Ey, da könnte mir ihn sogar einsetzen mit Dings. Mit Blaze in Doppelkämpfen. Sehr nice. Also ich finde, das Team ist nicht schlecht. Ich glaube, Ludicolo ist absolut zum Stimmung machen. Und die anderen sind dann einfach alles Badass-Pokémon. Also ja, okay, S51 braucht jetzt noch eine Weile. Aber sonst die anderen sind richtig stark. Vor allem, dass das jetzt einfach Levitate bekommen hat, ist sehr nice. Weil eben Skelly ist halt schon toll, wenn man plötzlich Normal- und Kampfattacken einsetzen kann. Aber es bringt nichts. Es ist weder dann effektiv, also sehr effektiv. Ja, es ist halt einfach dann normale Attacke. Dann ist es umso besser, dass wir jetzt gegen Boden geschützt sind. Dann haben wir einfach eine Immunität geschenkt bekommen. Nice. Stimmt, der hat noch Bug. Aber hier hatten wir auch nicht ganz so gute Attacken, als wir, glaube ich, seine Attacken durchgegangen sind. Das Geräusch immer. Wir haben sehr viel Ghost. Aber es ist auch wegen Erstauner. Eigentlich Erstauner sollten wir fast wegnehmen. Aber ich weiß nicht, was. Ich glaube Giftieb, oder? Wir haben Rest. Sehr gut. Sehr wichtig. Wo ist es? Ist es ganz unten? Ah, hier Poison Chap. Ist immer noch nicht. Oh mein Gott. Ich nehme an, Flash Cannon ist eher instande. Ja. Ich glaube, die war richtig gut. 80. Ja, sonst können wir hier. Und zwar. Dann haben wir gegen Psycho-Pokémon was. Thunderbolt? Ja, wir müssen eigentlich fast. Also Käfer wäre gegen Psycho gut. Das macht 60. Das ist eigentlich gar nicht so eine gute Attacke, hä? Ja, okay, dann kommt Flash Cannon hier hin. Schade, haben wir nicht Psychokinese oder so? Ist das TM7? Das könnte TM7 sein. Das Psychokinese ist. Oh Mann. Okay, tut mir leid, dass man
jetzt lange Zeit nicht so richtig Hintergrundmusik gehabt hat. Ich musste schnell das machen. Ich glaube, für S51A brauchen wir safe 5 oder 6 Kämpfe oder so. Hätte ich jetzt gesagt. What? Als ob es schon eine Stunde vorbeigegangen. Was, ein Durchlauf bei der Liga dauert eine Stunde oder wie? Okay, ich kann Musik wieder zurückmachen. Tut mir leid, Leute. Was? Eine Stunde hat jetzt gerade so. Wait, what? Manchmal komme ich mit der Zeit nicht klar. Oder die Zeit kommt nicht mit mir klar. Sie rennt mir immer weg. Ich weiß nicht, wo sie hinrennt. Ich versuche immer hinterher zu gehen, aber irgendwie hat es ein Problem in mir. Sie will mir einfach nicht sagen, dass die Zeit abgelaufen ist. Aber ich weiß nicht. Es ist ein ständiger Wettstreit. Wettlauf. Streit. So, let's go. Ja, Mann, Level 26. Ja. Okay. Sehr gut, dass Final Gambit nicht mehr kommt. Das hat uns zwar auch jedes Mal immer weniger abgezogen, aber es ist trotzdem besser und sicherer, wenn wir es halt nicht haben. Oder Blaze halt nicht belastet ist mit so viel Schaden. Weil es war halt schon eine krasse Attacke. Für das, dass das einfach eine Attacke ist, die so ein bisschen Kamikaze angesehen werden kann. Ja, alles sind One-Shots von ihr. Außerdings Silent Hide. Nice, zwei Level. Wir müssen eigentlich dieses Level erreichen, was wir bei Skellerock oder Swearbone als erstes machen mussten. Das war ja auch 45. Und da kamen noch 10 Level dazu. Ah nein, 40 war's. Sorry. Wir mussten 15 Level dazu machen. Nice. Zum Hi-Hats spam ich. Es hat gerade übelst funny geklungen. Also, oder auch funny angefühlt, weil ich habe angefangen Space zu drücken, währenddem das auch das Hi-Hat im Hintergrund. Oh Mann, das ist wieder typisch. Best Timing. You get down. Oh. Aber Hyper Voice, ey, Dankeschön. Jetzt ist er verwehrt. Was ist, wenn ich das hier einsetze, ist. Macht es 4 Schaden? What? Vom Geräusch her hat es so geklungen, wie ich es nicht abziehen würde. Hey, wir haben 3 Level gemacht. Okay, noch 17 Level. Oh nein, ich muss wieder die Musik. Bla bla. So. Danke, wir müssen gegen Kelly noch nicht.
Aber gegen Varin. Haben wir gegen Varin schon mal gekämpft? Ich glaube, gegen Varin haben wir noch gar nicht. Also ja, im Spieldurchlauf ja, aber hier glaube ich noch nicht. Bin mal gespannt. Es könnte auch sein, dass Varin uns jetzt gerade raushaut. Okay. It is not often that we come down from the peak of Mount Lathanite, but this region deserves a reminder of the power of dragons. You who have proved yourself in the five trials, have you what it takes to defeat us at our full strength? Roar! Hear our battle cry! Es wäre jetzt viel epischer gewesen, wenn jetzt der Kampf angefangen hätte, aber es muss natürlich der Schiedsrichter noch kommen. The rules are as follow. As the other fights. So. Ja, Varin, let's go. Kommt direkt mit dann zu Rap. Ich glaube, ich sollte jetzt mal Blaze Steinkante erlernen. Wir müssen keinen Pokémon mehr einfangen wegen dem. Steinkante ist the only way. Alter, insane. Mit den uneffektiven Attacken macht das so viel Schaden. Das ist ja vierfach Schwäche, ja einfach komplett übertrieben, Alter. Vor allem Drache ist sehr resistent eigentlich gegen Feuer, Blitz, Pflanze und Wasser. Ja, nice, ey, hier werden wir richtig Level gain. Okay, Enderint. Enderint? Stimmt, er hatte auch Eis-Pokémon. Er hat ja so Frosudo. How dare you? Er hat einfach Dings ausgeschaltet. Er hat die Dürre ausgeschaltet. Also wenn er Blizzard einsetzt, ist er Ehrenmann. Aber Verräter im eigenen Team. So, aber er konnte gar nichts. 29. Simple Beam. The user's mysterious psychic wave changes the target's ability to simple. Also, dass er einfach gar keine Fähigkeit hat, sozusagen. Okay. Ja, wir können auch Yatagaryu einsetzen, dann kommt wieder. Dings. Donnersturm. Oder wie es auch ist. Ich glaube, es wird einfach Storm genannt. Oder Thunderstorm. Das sollte One-Shot sein. Aber ich weiß halt nicht, wie es mit dem Hagel zusammenhängt. Ob der Hagel irgendeinen Effekt gibt auf Feuer. Oder ob es einfach dann gleich bleibt. Der Hagel einfach. Okay, Frostrad, das ist jetzt das Käfer Eis-Pokémon. Vierfachschwäche bei. Was hat er aber noch gehabt? Vor allem welches Pokémon. Macht er die Mega-Entwicklung? Welches Pokémon hat die Mega-Entwicklung und ist Drache? Da kommt ein Eis. Hä? Ich könnte jetzt gerade nicht zuordnen, welches Pokémon. Okay. Pfeffninter, okay. Dieses Pokémon? Nein, kann nicht sein. Ja, noch zwei Pokémon, oha. Ich hätte nicht erwartet, dass es mir so gut vorwärts kommt. Okay, das ist einfach normal, hä? Let's go. Mehr als die Hälfte ist immer gut. Holy, ist einfach One-Shot. Damn.
Und vielleicht ist es auch 93. Habe ich auch vorhin gar nicht gerafft. Okay, was kommt? Ampharos? Ach stimmt, das hat ja Ampharos. Aber... wird Ampharos nicht dann Fee? Es wird doch Typ Fee, oder nicht? Bin ich lost? Behold the power of Mega Evolution! Okay. Oder ist das Drache? Ist das Drache? Ah, ich weiß doch nicht mehr. Herr Mold breaks the Mold. Da ist ja immer noch Elektro dann. Ja. Ist ein One-Shot? Es tut mir so leid. Es tut mir einfach so leid für die Pokémon. Und Level 31. Wir müssen nur noch 14 Level. Hä? Hm, impressive. Okay, let's go. Der nächste Kampf verlieren wir. Das kann ich euch sagen. Wir müssen gegen Kelly kämpfen. Ich habe schnell Musik ausgemacht wegen Copyright. Okay. Vielleicht ist es gerade schnell gut, wenn ich Steinkante erlernen würde. Aber das große Problem ist jetzt nicht, dass ich Steinkante nicht erlernt habe. Das große Problem ist einfach Kelly. Kelly ist absolut erbarmungslos. Die hat uns komplett weggemacht. Okay, nur Blaze ist in der Lage, Steinkante zu erlernen. Okay. Ich glaube, die ist sehr ungenau, oder? Ah, oh Mann, ich habe das Falsche gedrückt. Ups. Das ist aber dann trotzdem Rock Slide besser. Das ist halt, glaube ich, vom Schaden her ein bisschen schwächer. Aber es genauer. Weil 80. Ich weiß ja nicht. Ja, es 90, hat aber 75, ja. Dafür können die Gegner zurückschrecken. Okay. So. Nochmal speichern. Und dann können wir losgehen. Gut. Ja. Let's go. Ja, bla bla. Aber Kelly ist der einzige, die wir nicht besiegen konnten. Also bis jetzt. Sonst haben wir eigentlich alle, oder? Außer Gesteine haben wir, glaube ich, noch nicht ganz bekämpfen können. Da waren wir noch zu schwach einfach. Let's go. Cuba Reel ist einfach zu schnell. Oh Mann. Ist so. What the hell? Okay. Oh, ist ein Critical gewesen. Danke. Macht auch noch ein bisschen Schaden. Okay. Solange dass wir ein bisschen aufladen können, ist immer gut. Er macht nur Aqua Jet. Come on. It's not very effective. I know.
Okay, noch einmal und dann haben wir ihn. Komm schon. Ja? Als ob überlebt das noch. Oh nein. Ach come on. Ey, wie schlecht ist denn das gewesen gerade? Vor allem, ihre Pokémon sind irgendwie stärker, oder Tuberville ist einfach so insane stark. Brain Roar wird ja dann auch noch übelst heavy. Oder ist heavy. Ja man, okay, Level 63. Also Galen kommt auch immer ein bisschen vorwärts. Oh nein, neben Brain Roar. So, ich muss, glaube ich, Galen fast mehr Wundersaat geben. Dass die Pflanzenattacken um einiges mehr Wirkung haben. Zwar, ich glaube auch, wenn er eigentlich Level 70 wäre, dann wäre er auch um einiges stärker und könnte sich besser verteidigen. Hey, hey, er hat Eisstrahl überlebt. Er wird safe wieder Eisstrahl einsetzen, also... Komm schon. Mach Critical, please. Please einfach ein Critical. Ah, oh nein, ich dachte, das wäre ein Critical. Das wäre übelst nice gewesen. Vielleicht halten wir sogar nochmal ein Ice Beam aus. Ah, no. Leider nicht. Leider, leider nicht. Gegen Dings wäre halt jetzt auch noch Dings. Gegen Brain Orb wäre halt noch Skelerog. Nein, Navigast effektiv. Halt Geist und Psycho. Aber halt Psycho ist auch. Ah nein, Psycho ist glaube ich nicht gegen Geist dann effektiv. Okay, How dare you? How dare you? Jetzt muss Yatagario kommen. S5-1 ist einfach 31. Braucht immer noch 14 Level. Hat er jetzt eigentlich schon überhaupt aufgelevelt? Ich glaube schon, oder? Okay, Thunderbolt. Let's go. Boah, insane. Insane einfach. Geil. Ich hätte Yatagario insane nennen sollen. Und einfach sane. Die Fähigkeit ist nice. Der Typ ist richtig nice. Die Darstellung auch. Das hat ja am Anfang wie ein Küken ausgesehen. Oder wie ein Chicken. Halt voll Chick. So, aber... Gegen Ende ist es absolut badass. Das habe ich jetzt genug oft gesagt. Ich mag eh so chinesische Drachen. Oder halt im asiatischen Raum diese Drachenmythologie. Das Pokémon ist absolut nice. Es ist halt so wie Rayquaza. Einfach Elektro. Also Rayquaza fand ich auch damals immer übelst nice Pokémon. Aber es ist halt so richtig Standard. Also wenn man die meisten Leute fragt immer, ja, Rayquaza ist mein Lieblings-Pokémon. Es ist halt so richtig. Es ist halt ein gemachtes Lieblings-Pokémon. Es ist so stark, es sieht nice aus. Also wegen dem. So. Gut. Fällt halt irgendwie nicht richtig rein. Nicht, dass wieder das gleiche passiert.
Okay, was kommt jetzt? Ah, das kommt. Oh, das ist nice. Sehr gut, ey, okay, er ist aufgebessert. Falls noch eine Geistattacke kommt, können wir das ihm erlernen. Ja, Mann, sehr nice. Corsair Reef. Nein, jetzt habe ich Gellin wieder verloren und es kommt ja SK-Test. Fuck. Das habe ich gar nicht mehr überlegt wieder. Ja, egal, komm. Ja. Brick Break. Weiß eben nicht, ob es Vierfachschwäche ist. Oder halt nur einzeln. Weil es könnte Gestein Eis sein, aber es könnte auch nur Gestein Wasser sein. Dass ich mich eben ums. Ja, scheiße. Aber ich glaube auch wegen der Dürre sind Wasserattacken ein bisschen abgeschwächt. War es ein Critical? Es war kein Critical. Damn, Alter. Ja, ey, der Kampf ist entschieden. Wir gewinnen einfach gegen Kelly nicht. Weil immer Gellin als erstes. Ja, ich darf Gellin am Anfang nicht einsetzen. Jetzt am Schluss kommt noch SKTS. Ich hoffe, es killt ihn. Ich meine besiegen. Ist natürlich sehr freundlich hier. Ja, eben hier SK-Test. Ja, Ludicolo würde so abziehen. Wir lassen Blaze noch drin. Feuer ist ganz dumme Idee, weil gegen Boden und Wasser ist nicht effektiv. Dann wäre es 0,25 an Schaden. Rock Slide wäre gut wegen Zurückschrecken, aber es ist halt 75, so wie Brick Break. Also wir haben zwei eigentlich richtig starke Attacken, dann kommt Brick Break und Rock Slide. Die sind mehr dann für Typ und ja, halt Effekte. Ich glaube, wir nehmen Earthquake. Da haben wir ja auch einen Bonus, weil er selber ein Bodentyp ist. Ich probiere mal. Am besten wäre mehr als die Hälfte Schaden. Ich glaube, er hat Erdkräfte eingesetzt. Als ob setzt der Erdkräfte ein. Oh nein, hat er. Das ist wieder typisch. Ja. Was ich glaube, können wir noch mit Navigast ein bisschen austeilen. Er ist einfach viertstärkstes Pokémon geworden. Okay, Schwangpuls! Okay.
Du musst das einfach überleben. Halt. Halt. Und wegen unserem Sturm. Nein, ist ein Critical gewesen. Halt! Oh mein Gott. Jetzt gibt. Bekommt er ja Lehm, aber er bekommt wieder Schaden. Hä? Wo ist der Sturm gewesen? Sollte nicht ein Sturm kommen? Okay, Eskates ist besiegt. Glück gehabt. Oh mein Gott. Okay, nice. Level 33. 12 Level. Ah, jetzt kommt Garados. Okay. Please. Ich hoffe, wir können eher angreifen. Das könnte jetzt sehr knapp werden. Entweder gewinnen wir oder nicht. Please. Es ist eine 4. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Stimmt. Stimmt. Oh mein Gott. Ja, wir können eher angreifen. Ist da noch Flugwasser? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir jetzt so gewonnen? Ja! Oh mein Gott! Was? Was? Pew, that was fun! Oh shit, das war übelst close. Das war richtig close. Oh mein Gott! Ich hätte nicht mit dem gerechnet. Oh mein Gott! Unser Team ist langsam bereit für jeden Trainer oder Arenaleiter. Wow, that battle was quite a workout, huh? I think it's safe to say that you're the stronger among us. Among us? I'll be cheering you on from here on out. And the winner is Dreamers! Okay. Ah, jetzt geht's schon Richtung Theo. Ja, easy, ey, Leute. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Und wir haben halt bei S5-1 jetzt in einer Runde fast 10 Level gemacht. Also jetzt fehlen noch 2 Level. Aber ich, ja okay, ich glaube, das bekommen wir jetzt noch hin. Die 2 Level. Richtig nice. Wir haben einfach zweimal die Liga heute gemacht. Warum muss es die Kameraschwenkung haben? Was ich aber nice finde, die Arena-Logik, es hat wirklich noch so zwei Zuschauerwege, wo sie halt ja entlang gehen können. Weil. Ja, sie können ja nicht einfach rein teleportieren. Also ja, okay, es gibt dann schon Pokémon, welche teleportieren können, aber warum alles erschwerter machen, wenn es auch einfach geht zu Fuß? Ja, vielleicht denken sie das gleiche, aber mit Teleporter. Warum Wege bauen, wenn man teleportieren kann? Das hat alles Vor- und Nachteile. Ach, come on jetzt. Okay, let's go. Und go now. Let's go. Bei ihm könnte es jetzt auch sein, dass S5-1 um einiges noch schneller auflevelt. Wie kann es eigentlich sein, dass Theo jedes Mal durchkommt? Es wäre doch besser, wenn immer jemand anderes kommen würde. Oh. Nice, ich mach mal Flamethrower so. Halt wegen Boost.
Let's go. Letztes Mal haben wir, ohne Schaden zu kriegen, jedes Pokémon besiegt von ihm. Oder glaube ich, Gellin hat ein bisschen Schaden bekommen. Und wenn man überlegt, Gellin ist so unter dem Durchschnittslevel von den Trainern, aber schafft es trotzdem, jeden zu besiegen. Das ist so insane. Also Gellin hat eine übelst krasse Grundstats. Das war auch, glaube ich, kein richtiges Deutsch. Tut mir leid. Solupim! Ja, hat gar keine Chance. Stärkste Pflanzenattacke. Dann noch vierfach Schwäche. Das macht einfach 480 Schaden. Fast 500. Nice. Das ist auch nice, dass man nicht wegen Solarstrahl nachladen muss, sondern es ist ja eigentlich vorzeitig, dass man laden muss. Wir können... Nein. Ich wechsle wieder um. Gellin brauchen wir noch, oder? Ja, für Hero Loot. Das war letztes Mal das Schwierige dran. Ich dachte, wir brauchen Gellin nicht mehr. Und habe ihn dann gegen Nucleon geopfert. Und da kam Hero Loon. Und das war nicht so nice. Aber Hero Loon können wir hoffentlich noch mit der gleichen Taktik erledigen. Nice. Okay. Ja, jetzt kommt hier. Es ist eigentlich jedes Mal abwechselnd. Ein Pokémon Blaze, ein Pokémon Gellin, ein Pokémon Blaze, Gellin, Blaze, Gellin. Am Schluss. Na, die zwei letzten sind dann Blaze. Okay, wir haben noch Sonntag. You get down! Von hat es, glaube ich, überlebt gehabt. Und dann ist mir eingefallen, oh, ich könnte ja Solarstrahl einsetzen. Jetzt sehen wir den Unterschied. Als ob überlebt einfach. Ich glaube, Energieball hat mehr Schaden gemacht. Es war ja nur noch ganz wenig Rot übrig. Yo. Okay. Sonnenlicht ist noch. Das ist ja insane, dass er Solarstrahl überlebt. Mit 240 Schaden. Ja, okay, dann muss er mehr als 240 Leben haben, jedenfalls. Weil es ist ja nicht dann direkt so, wie die Zahl steht, dass es wirklich dann 240 abzieht. Das hat dann immer noch Einfluss auf Verteidigungspunkte, Spezialverteidigungspunkte, welche Attacke das man einsetzt, eine physische oder eben Spezialattacke und halt welches Pokémon es ausführt. Es hat mehrere Aspekte, die dann die Schlusszahl ergeben, die dann abgezogen wird. Oh nice, Level 35. Noch 10 Level. Jetzt haben wir die Hälfte erreicht. Und dann haben wir unser Team eigentlich fertig. Alle voll entwickelt. Außer Oblivion noch nicht so krass aufgelevelt. Ist einfach Level 1er Pokémon. Jetzt hat Blaze irgendwie nur ein Level gemacht, hä? Wir haben es fast. Wir haben es fast ohne Schaden geschafft. Gellin musste natürlich wieder Schläge einstecken. Gut. Metalynx. Oder Metalynx. Wie man es auch sprechen will. You get down! Das ist eigentlich so ein geschenktes Pokémon. Er hat eigentlich nur 5 Pokémon. Ah, okay. Muss nicht sein, wenn Blaze vorher down geht, dann ist es nicht geschenkt.
Also wenn ich an Theos Stelle wäre, würde ich ein Pokémon suchen. Oder ich würde ein Wasserteam zusammenstellen. Ja, okay. Wir sind jetzt langsam wirklich unstoppable. Weil wir haben wirklich alle Typen eingedeckt. Also falls irgendwas kommt, was uns Probleme zubereiten würde, müssten wir einfach das Pokémon austauschen. Das einzige Problem, was wir haben, ist halt, ja, der Leveldurchschnitt. Es sind halt sehr viele Variationen. Wenn alle über 70 sind oder halt im 70er Bereich, dann wäre es um einiges unstoppable, als es jetzt ohnehin schon ist. Also Galen und Blaze, übelst gute Combo. Okay, wieder Liga geschafft. Das ist jetzt das vierte Mal. Ja. Jetzt wachen wir dann wieder in unserem Zimmer auf und dann muss ich wieder zurückfliegen. Und schon ist das immer unterschiedlich. Also ja, auch die Kämpfe. Bis auf Sir Goldcon und Angelica. Das finde ich ein bisschen schade, also jetzt no joke. Die hätten das wirklich viel besser machen können. Dass man eben nach dem ersten Mal durchspielen, dass alle Plätze sich immer verändern. Und nicht immer Angelica und Sir Goldcon eben Plätze tauschen. Nice. Wie es auch aussieht, es sieht so viel nicer aus. Also ich hätte jetzt eher erwartet so ein Pirat, aber so ein Geist-Pirat, so wie der fliegende Holländer, ist auch nice. Okay, let's go. Die ID-Nummer. Okay. Aber ich wollte schon sagen, was ist jetzt los? Very good. Very, very good. Wir kommen an, gehen wieder raus, wieder zur Liga. Unser Trainer ist einfach ligasüchtig. Jetzt. Wir müssen eigentlich. Nein. Ich wollte sagen, wir müssen jetzt sicher noch einen Durchlauf machen. Und dann ist S51 sicher komplett ausgelevelt. Na, ich glaube nicht. Weil wenn er jetzt beim ersten Mal 10 Level macht, dann wird er beim zweiten Mal nicht 10 Level machen, weil es halt immer mehr wird. Also von den Erfahrungspunkten. Was mache ich eigentlich? Das ist so Macht der Gewohnheit gewesen. Okay, es ist nicht schlecht. Falls wir down gehen, dann landen wir hier. Okay, es war trotzdem nicht unnötig. Also nicht ganz. Okay. Ich will immer schon loslaufen. Ist wieder Kelly dabei? Das war so close von. Warum ist Kelly die ganze Zeit dabei? Das Spiel hat herausgefunden, welche Pokémon das wir am meisten strugglen. Vor allem ist es auch ein bisschen unfair. Hokage ist auch dabei. Und das ist ja eigentlich kein Arena-Leiter und so. Und der hat einfach Wasser-Pokémon. Also es gibt zwei Wasser-Pokémon-Trainer. Also ich weiß ja nicht. Okay, come on. So, ich mach mal Musik wieder an. Leute, aber ich komme gleich wieder. Ich gehe schnell aufs Klo. Bis gleich. Bye bye.
So. Wir machen jetzt noch einen Durchlauf. Tut mir leid, hat ein bisschen gedauert. Wir machen jetzt noch einen Durchlauf. Und dann wär's gewesen mal für heute. Je nachdem fliegen wir bei Kelly ja schon raus oder es geht dann weiter. Je nachdem. So. Ich setze es noch nicht ein. Gegen Käfer-Pokémon müssen wir nicht so extrem stark sein. Das sind generell von Stats her und allem nicht die besten Pokémon. Let's go. Okay. Instant Level Up. Gyro Ball. The user attacks the target with high speed spin. The slower the user, the greater the damage. Ah, ja, okay. Uns ist nur 5. Ja, muss sagen, ist nicht so das Beste, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Ich habe mich jetzt no joke gar nicht geachtet, was gekommen ist. Ich glaube, beim nächsten Pokémon müssen wir auswechseln. Oder nein, ich glaube. Ah nein, bei Angelica müssen wir nicht auswechseln. Nur ganz am Schluss vielleicht. Ich glaube, Blaze bekommt hier auch am meisten Punkte. So. Ist aber wirklich no joke. Ist wirklich langsam wie ein Rayquaza. Wir können die ganze Zeit die gleiche Attacke spammen und alle sind besiegt. So, Flammenwurf. Kommen die Leute nicht mehr so gut klar. Ja? Gut. Es kann immer sein, dass sie trotzdem überleben. Okay. Sylveon ist zweitletztes. Drittletztes. Es kommt dann eine Aromatisse noch. Vergiss ich jedes Mal. Immer wieder aufs Neue. Okay, sehr gut. Okay. Ja. Flamethrower. Und One Shot. Sehr gut. Let's go. Jetzt kommt schon Silent Tide. Ah, ich wollte nicht. Ja. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Und, okay, tut mir leid, ich musste schnell zurückschalten. So. Ja, ich mach nochmal Earthquake. Krass, dass es überlebt hat. Damn, einfach.
Wait a minute. Warte kurz. Warum hat's genau nochmal überlebt? Raff ich gerade nicht. Gut, wir können ja angreifen. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Goodness, you are really quite strong. Oh nein, ich muss die Musik. Ah, fuck. Ah, hier wäre ja Dings, der andere. Der Steintrainer. Steinarena-Leiter. Okay, jetzt kommt Sir Goldcorn. Ja, bla bla bla. Einfach schnell weiter. Come on. Komm schon. Okay, schon wieder beim Schiedsrichter, das ist gut. Komm, oh Mann, ey. Ja. Und du gehst down mit Durchbruch. Oh Scheiße, ich habe Musik nicht. Sorry. Nice. Will nicht großer Unterschied machen. Let's go. Also hier bekommt jetzt Blaze safe Level 94. Oh, jetzt dauern die Level wirklich krass lange. Ich glaube, es war so, oder? Aber eigentlich bei Splendifall könnten wir Blaze auch drin lassen. Was ist jetzt No Joke? Da müssen wir nicht die ganze Zeit so auswechseln. Ja, Mann, er hat gemisst. Ich glaube, es war wirklich Splendifall von Sir Goldcorn mit dem Item. Ich sag's auch jedes Mal und dann stimmt es trotzdem nicht. Das war Theos. Aber man dumpt einfach. Noch 7 Level. Wir haben Pharos. Jetzt hat Dings dann schon, also S5-1 hat Ludicolo fast überholt. Wir müssen dann Ludicolo einfach wirklich auch ein bisschen nachtrainieren. So. Ich finde immer noch so nice, dass es ein paar alte Pokémon hat. Garados finde ich super. Cavaloris, ja, ist vom Typen-Kombo sehr, sehr nice. Ampharos. Welche Pokémon gibt es eigentlich noch von den früheren Spielen? Sonst. Ah ja, Zorbiris, Dummiesel. Also ich finde, ja, die, so Dummiesel, ich weiß ja nicht. Ich finde es nice, dass die meisten eine Weiterentwicklung bekommen haben. Halt einfach. Zorbiris ist ein bisschen komisch. Da gibt es ja noch eine Mega-Entwicklung, aber. Ich weiß nicht, ob sie sich groß unterscheidet von dem Originalen. Weil da ist ja Zorbiris dann hinter so einem riesen Stein. Solibeam? Ah. Dass ich mir das vorhin gar nicht überlegt habe. Kein Wunder hat Hero Lune V
von Theo überlebt. Es war auch Level 80. Die haben ja 7 Level Unterschied. Und beim anderen waren 17. Ja, kein Wunder, ey. Ja, wenn sie Kott. Okay. Ja, Flamethrower, dass ich noch lange überlegen muss, oh Mann. Was? Ein Critical? Oh mein Gott. Level up? Nein. Ganz close. Okay, Barrett. Wenn Dürre aufhört, würde es keinen Unterschied machen. Glaube ich jedenfalls. Perfekt, sehr gut. Nice, 94. Und S51 auch gerade. Ja, 39, sehr nice. Antikkraft. Ja. The user attacks with a prehistoric power. It may also raise all the user's stats at once. Aber es hat meiste Zeit eigentlich den Pokémon verletzt, oder? Es war 60. Ja, ich lasse mal. Ancient Power muss nicht sein. Oh, wieder Musik. Wie ich es immer so billig übertönen will. So. Das ist auch jedes Mal Bambo, Cameron und unser Vater dabei sind. Okay, jetzt müssen wir schon gegen Kelly. Ist jetzt einfach. Wir können Tubareal nur mit Galleon besiegen. Okay, let's go. Ich will gegen den Steinarena-Leiter kämpfen. Let's go. Ey, wie viel das ich klicke und wie langsam das der Text ist. Aber ich klicke auch nur so schnell, dass es schnell durchskippt. Sonst hat es immer Verzögerung. Dann drücke ich zu früh und dann zu spät. So drücke ich einfach in jeder möglichen Situation. Dann geht es einfach, sobald es möglich ist, geht es gerade weiter. Okay. Und Tubareal. Wir haben sie heute irgendwie dreimal schon bekämpft. Das. Ja, okay. So Goldcorn und Angelica haben wir auch schon viermal. Das ist ja normal. Kann er eher angreifen? Ich glaube, er kann eher angreifen, ja. Ja. Ja, genau, er bekommt immer einen Critical. Werden wir das Levelzeichen. Ja, ein bisschen. Oh Mann, ey, das wird lange dauern. So, Aqua Jet kannst du machen. Er hat uns eigentlich 16 Schaden verursacht, sozusagen. Ein Critical mal auf unserer Seite wäre noch nice. Okay. Wir haben jetzt 19 Schaden gemacht. Also 3 Schaden macht er mehr.
Okay, jetzt sollten es 22 dann sein. Okay, let's go. Ist das wieder für ein Kampf? Ja, er macht wirklich um 3 Punkte immer mehr. Zu gut einfach. Vor allem, das wird ja auch dann immer stärker. Es war auch so obvious. Okay, er hat uns. Ja, 25 Schaden zugefügt. Das ist not bad, ey. Leute, das ist übelst insane, wie viel Schaden das der machen kann. Und alles nur mit Water Jet. Damn, einfach. Das ist jetzt, weil ich ihn runtergemacht habe, kommt noch ein Critical. Das. Genau. Das ist einfach typisch. Okay. Brain. Oh, ich probier mal. Wir müssen ja Yatagario zum Glück nicht mehr aufleveln. Okay. Gefahren Storm. Nein! Das war so dumm. Oh, das war so dumm. Ja, okay, wir werden gegen Kelly verlieren. Sicher noch ein Critical, oder? Na, no, er gefriert ein, Alter. Als ob. Das ist jetzt gerade Doppelunglück. Es muss ja so sein. Wow, ey, Lightning macht ja übelst viel Schaden. Komm, Gitarre auf. Bitte nicht viel Schaden. Bitte nicht viel Schaden. Bitte nicht viel Schaden. Halt, 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 halt. Verdammte Kacke, ey. Das ist jetzt so unnötig gewesen, Alter. Oh, Scheißdreck einfach. Jetzt haben wir einen Pokémon weniger. Also, wir haben vorhin wegen Yatagario gewonnen und jetzt ist genau dieses Pokémon weg. Geil. Dankeschön, wenn schon. Hat das einiges abgezogen. Das ist halt blöde. Ja. Wir können es ein bisschen entgegenhalten, aber nicht viel. Es macht so viel Schaden, damn. Okay. Okay, jetzt sollte er down sein. Sehr gut. Kein Ice Beam noch mehr dazu. Ist gerade ein Level up? Es könnte wirklich noch sein. Ja, Mann, ist Level 64. Okay, jetzt kommt Corso Reef. Die beste Idee ist jetzt Dürre einzusetzen. Sie haben noch 4 Pokémon. Ey, der Fehler war so gravierend. Wenn wir mit Dürre und mit Solarstrahl dann Eskates so in 0, nichts zerstören können, dann ist absolut nice. Okay, please. Please. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Mal war. Hat sie überlebt? Ja. Hat es dann.
Setzt Surf ein. Oh, das macht 360 Schaden. Oh no, please. Halt. Oh mein Gott. Mit 17 Leben. Holy moly. Alter, das war jetzt gerade so close. Oh mein Gott. Kommt jetzt Cow Cancer? Ja. Oh mein Gott. Der war ja zum Glück One-Shot. Zum Glück. Okay. Ja. Okay. Level 40, noch 5 Level. Jetzt kommt der SK-Test. Die Frage ist. Nein, wir machen Solarstrahl. Das ist die absolute Zerstörung. Das macht 480 Schaden. Solar Beam. Boom. Ja, Mann. Damn, okay, gut. So, Klaus. Aber es fühlt sich auch besser an, mit Galen SK-Test zu besiegen. Es geht um einiges einfacher. Wir haben ja jetzt eigentlich die letzten Male immer mit Dragon Rage oder Dragon Rush gekillt. Es war nicht schlecht, aber so ist natürlich um einiges besser. Okay, er wird zu Mega Garados. Moldbreaker. Okay, komm mal, please. Immer noch One-Shot. Yatagaryu hat ihn letztes Mal gekillt. Ich weiß nicht, ob es jetzt One-Shot ist. Es ist nicht One-Shot. Er macht Drachentanz. Oh, holy moly. Please, please sag, dass er eher dran ist. Sunlight faded. Please! Nein! Er kann Earthquake! Halt! 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 Nein! Oh no! Oh no! Es ist nicht sehr effektiv. Ich muss Flammenwerfer einsetzen, bitte. Was? Okay, gut. Okay, gut. Es kann gut sein, dass wir nochmal zum Champ kommen. Damn. Hätte ich nicht erwartet. Also jetzt ganz und gar nicht. Alter. Oh mein Gott. Oh nein. Hä? Es entwickelt sich schon. Ey, ich hab die Musik nicht angemacht. Ey, tut mir leid. Ja, Mann. Richtig nice. Jetzt entwickelt sich schon. Wir haben jetzt S51A. Geil. Big UFO geil. Nice. Warum habe ich es überhaupt jetzt angeschaltet, die Musik? Oh Mann, ey, tut mir leid. Ich übe es am Reden und keine Musik dann. Okay, Devon.
dachte es mir noch. Wie S51A jetzt aussieht. Aber warum habe ich dann 45 gedacht anstatt 40? Also finde ich nicht schlecht, aber. Ah, er hat jetzt. Wir haben sehr viel Levitate, sehe ich gerade. Boost the Pokémon Speed. In Sunshine! Yo, ey, die Combo ist aber wirklich gut. Raindish. The Pokémon gradually regains HP in Rain. Oh, yo. Stormbringer und Flame Body. Also, wir haben sehr gute Fähigkeiten. Ja, ich lasse jetzt S51A mal noch den EP-Teiler tragen. Dann haben wir heute zwei Pokémon gemacht. Let's go. Kann sein, dass er uns raushaut, weil ich keine Ahnung habe, was er alles für Pokémon hat. Also Drillgarn ist safe. Tofurang ist auch safe, weil er alles Höhlen-Pokémon nimmt. Dann sicher ein Astromite könnte sein. Well, it has been a while, hasn't it? When I battled you, I were just a naive child fumbling around in the dark. Now you face me in the arena with confidence. Your fighting spirit is like a bright shining light. I can tell you are no longer afraid. That's what I like to see. Show me your fearlessness in battle. Oh mein Gott. Wenn es plötzlich dann so... Bei mir ist die Zuschaueranzahl so durch die Hälfte geschnitten. The rules of the battle will be as follows. Ja, das muss ich nicht nochmal vorlesen. Das kennen wir. So. Okay, Devin. Let's go! Ja, Torfurang kommt direkt am Anfang. Okay. Ah, der hat Bezwinger. Erzwinger. Bezwinger, genau. Ja, ich mach schon mal. Das ist richtig nice gegen Chlorophyll. Blaze und Gallen sind sozusagen einfach absolutes Traumpaar. Super Combo. Der Wombo-Combo. Weil Gallen profitiert einfach nur vom Sonnenlicht und ist dann noch ja die zwei Typen, die eigentlich Wasser fehlt eigentlich noch. Aber wir können so halt Wasser bezwingen ohne Problem. Bubble Rock, können wir Erdbeben einsetzen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ein Bubble Rock hat. Ist einfach ein Wasser-Pokémon. Aber Kelly hat kein Bubble Rock. Dann zählt das gar nicht so richtig als Wasser-Pokémon. Dann ist das mehr ein Gift-Pokémon. Fuck. Fuck. Nein. Nein. Halt. 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 Oh no, 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 no. Oh gut. Puh. Wieder eine close Sache. Halt, Leftover. Damn. Müssen wir aufpassen, sonst heilt er sich noch ganz. Aber ist gut, wenn er eher Leftovers hat. Dann hat sicher nicht noch ein anderes Pokémon das. Sehr gut. Nice, Level 41. Oh, Terlat. Ja, wir müssen fast lassen, hä? Ja, ich habe immer gegen Terlat Earthquake eingesetzt, aber es setzt gegen uns dann wiederum auch Earthquake ein. Ich glaube, gegen Devin verlieren wir.
Das war close. Also das war auch sehr luck. Yo. Ich glaube, Dragon Rush hätte Blaze nicht ausgehalten. Okay, please. Please one, also please kill ihn jetzt. Ja, Mann. Okay, das hätte noch hartnäckig Kick sein können, halt wegen dem Drachentyp. Okay, Sunlight faded. Gliscor, also Boden Elektro. Nein, Bodenflug, sorry. Er ist sicher sehr anfällig gegen Eis-Pokémon. Fuck, warum habe ich nicht so viele Eis? Elektro hilft nichts. Eis wäre gut. Stein. Stein. Und vielleicht Pflanze. Ich lasse jetzt mal mit dem. Und hoffe mal, dass wir mit Rock Slide ihn besiegen können. Es macht nicht. Ah, scheiße. Nein! Also ob. Dann ist Eis richtig schlimm gegen ihn. Oh no, man. Ah, come on. Ja, Ah, wegen Toxic Orb. Ah, dann. Dann hat er eh noch eine extra Stärke dazu. You get down! Energieball? Fuck that. Er kann Eis fangen. Halt! Sein Poison Orb ist zu nervig. Also was hat sein Gliscor denn genommen? Alter! Oh nein. Ich glaube, ich verliere wirklich gegen Devin. Halt! 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 Das war close. Das war sehr close. Okay. Bisschen Leben. Ist er dead? Ja, Mann, er ist dead. Sehr nice. Sein Toxic Orb war sein Untergang. Wie viele Pokémon hat er noch? Jetzt kommt Geist und Licht. Please, ja? Danke. Bitte mehr als die. Oh, scheiße. Wir können nie mehr als die Hälfte. Bitte nicht Schlimmes. Nightshade. Boah. Und er hat Leftover. Bitte Critical. Please. Ja. Jetzt kommt wieder Nightshade. Und jetzt ist er down. Du Mörder! Ja. Yatagaru ist unsere letzte Chance. Vielleicht schafft er es, vielleicht auch nicht. Ich setze mal ein bisschen Elektroattacken ein. Komm on. Weil wir haben ihm ja auch ein Magnet gegeben. Okay. Es war ein Critical, oh mein Gott. Was hat er jetzt als Mega-Entwicklung? Oh nein, jetzt kommt. Kommt genau Drillgarn. Boden und Licht. Gegen Unlicht ist Käfer. Oh, gegen Drillgarn ist, glaube ich, Käfer übelst effektiv, weil Käfer ist gegen Boden und Unlicht effektiv. I don't know where to go with my plan. Wir sehen ihn mal in der Megaform.
Ja, sieht nicht schlecht aus. Aber hätte ich mir auch besser vorgestellt. Ist einfach ein extrem großes Dick da. Was kommt da aus seinem Maul? Kommt da Bohr? Sind das Bohrstoßzähne? What the hell? Please halt. Halt. Als ob ist das One-Shot. Yo, genau. Genau. Jetzt wirst du drauf gehen. Ich sag's dir. Ludicolo. Let's go. Das ist dein Stichwort. Überlebt er kaum. Ah, schade. Gegen Devins letztes Pokémon haben wir jetzt keine Chance mehr, weil Blaze ist halt drauf gegangen. Blaze hätte jetzt hier gut austeilen können. Navigest Levitate ja. Also hat ja Levitate. Scheiße, aber kein Crunch. Ah, Unlicht ist nicht mehr effektiv gegen Geist, weil wir Kampf sind. Oh mein Gott, das ist aber nice. Ah, okay. Ja. Irgendwie unfair. Macht einfach Crunch. Das ist so typisch. Alter. Ja, S5-1 ist auch schlecht dagegen. Schade. Wirklich sehr schade, aber egal. Nein. Irgendwie müssen wir immer mehr zahlen. Oder es kommt vielleicht darauf an, wo wir uns dann befinden. Musik wieder. So. Du-du-dum. Die Musik war noch ein bisschen zu laut. Okay. Ich leg schon mal das nächste Pokémon in unser Beutel. Ich lasse jetzt S51A mal draußen. Pack ihn dann hier hin zu unserem restlichen möglichen Team. Wir müssen ihn einfach auch noch übelst aufleveln. Dann Item. Ja. Und ich nehme an, Kabelfly braucht wirklich nicht lange, bis er entwickelt ist. Okay, sehr nice. Gut. Ja, Leute. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt noch eine Runde. Haben wir jetzt gemacht. Wir sind leider nicht ganz am Schluss angekommen. Aber vierte Runde ist eigentlich auch gut. Wir werden am Schluss dann noch so Bonus-Erfahrung bekommen, aber ganz ehrlich, wir hätten keinen Nutzen davon gehabt, außer dass Blaze und Gell ein bisschen aufgelevelt worden sind und wir halt Geld bekommen hätten. Aber ja, wir haben halt einfach kein Pokémon dabei gehabt zum Aufleveln. Vielleicht ist es dann trotzdem gut, immer zwei dabei zu haben, falls sowas kommt, dass man umwechseln kann. Sonst müssen wir ja dann immer wieder neu anfangen. Was ist das? Ah, Dummiesel. Aber ich weiß nicht, wie dumm. Ich schaue gleich, also ich schaue schnell nach, dass ich weiß, wegen Dummiesel. So. Okay. Schau schnell nach, bevor ich Tschüss sage. Ich muss natürlich die englischen Namen. Okay.
Couplefly. Ah, Level 24. Also, das wird easy bei Couplefly. Und jetzt Dunsparce. It evolves into Dunsiraf by leveling up while knowing the move Skyfall. First learned at level 42, also bis 42. Oh. Aber wir sind heute ja auch mit Dings, mit S51 sind wir auch bis Level 40 gekommen, ohne Probleme. Also sollte, ja, okay, wir waren aber auch Level 25. Aber es. Ja, je weiter unten das man ist mit dem Level, umso schneller geht es nach oben. Also wir brauchen ein bisschen länger als bei S51. Aber ist, glaube ich, noch gut, wenn wir eben dann Dunsparce dabei haben. Dann kann Couplefly sich entwickeln und Dunsparce dem halt dann sobald eingewechselt, also wird dann sobald eingewechselt, wenn Nymphlora da ist. Mann, mein Deutsch heute. Es ist einfach immer schlimm. So, gut. Leute, vielen, vielen Dank an alle, die heute vorbeigekommen sind, bisschen gechattet haben. Ja, okay, gechattet wurde heute gar nicht. So macht die Gewohnheit beim Outro einfach das zu sagen. Aber nein, generell habe ich gesehen, es sind ein paar Leute vorbeigekommen, es haben ein paar Leute gelurkt. Schätze ich wirklich sehr euren Support, also vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag, Abend, morgen. Je nachdem, wenn ihr es wieder auf YouTube anschaut. Ich wäre auch jeden Tag frühestens um 4 Uhr nachmittags hier live auf Twitch. Falls ich aber irgendwie Verspätung habe oder der Stream ausfallen würde, würde ich euch das mitteilen auf meinem Instagram-Account. Den hätte ich auch überall verlinkt, also unten in der Videobeschreibung oder halt im Infobereich bei Twitch. Gut, Leute, war übelst angenehm. Dann würde ich sagen, bis morgen. Ey, Leute, Peace out und bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Macht's gut, Leute. Bis morgen. Bye bye. Und jetzt wieder Outro. Natürlich. Ist wieder eine Fruchtfliege aufgetaucht. Sehe ich gerade. Oh Mann, ey. Leute. Dö nicht vergessen. Und. Bis morgen, Leute. Bye bye. Macht's gut. Tschüssi.